Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Yo, servus und wieder ganz, ganz herzlich willkommen auf dem Marcel Herzog Kanal. Mein Name ist Marcel Herzog, ich bin Autor, Flirt und Kommunikationscoach. Wir haben heute wieder einen Donnerstag, das heißt, wir schauen wieder rein in Keys to the VIP. Das heißt, holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück, vielleicht noch ein paar kleine Snacks, ja, und genießt auf jeden Fall die Show. Keys to the VIP, ja, ich schalte mal hier gerade um auf YouTube. Wir haben alles schon richtig eingestellt, sehe ich gerade. Zwei Player treten in drei Runden gegeneinander an. Vier Pickup-Artists kommentieren innerhalb der Show. Und dann gibt es natürlich mich als Dating-Coach. 13 Jahre Erfahrung, teilweise wirklich 14 Tage am Stück in Clubs unterwegs. Permanente Arbeit mit Kunden. Ich gebe natürlich auch meinen Senf dazu. Ja, das wollt ihr hören. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf die heutige Folge. Let's Fetz! In tonight's battle, Vida, aka Drago, takes on Eyal, the Egyptian Prince, in a three-round contest at Sea Lounge. Each round is a challenge carefully designed to test the player's ability to seduce women in a real-life battlefield. The cameras are hidden, the women are real, and the game is on. Across town at Kai Lounge, our expert panel of pickup commentators with perspectives descending from the four corners of the male psyche. There's Alan, the cold, calculated master of pickup analysis. Peaches, an ex-all-star jock-inspired seduction specialist. Sheldon, the mysteriously coy and unorthodox philosopher, and Chris, a hopelessly romantic man of integrity. Together they will closely critique each player's performance and crown a single champion. Schade, dass man es jetzt nicht gesehen hat. Moment, ich guck mal, ob ich das Bild nochmal herstellen kann. And crown a ja, genau hier. Also, die zwei treten heute gegeneinander an. Bei der Vorstellungsrunde lassen wir die Geschwindigkeit nochmal drin. Ich bin sehr gespannt. Man sieht hier schon ganz klar, hier eher so die helle Seite der Macht und hier eher so die dunkle, mysteriöse Seite der Macht. Sind auf jeden Fall sehr unterschiedliche Charaktere wieder, wie auch in den letzten zwei Folgen. Ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. The prize, a limo escort to an epic VIP event where the champion and his closest friends will enjoy full bottle service and the company of our sexy VIP girls. Tonight, our champion will celebrate at the Toronto Island Party. Let's take a closer look at tonight's players. Up first, Eyal, the Egyptian Prince. Hi, I'm Eyal Simcoe. Man muss natürlich hier sagen, auch wieder ganz klar, vom Stil her und von dem, wie das Ganze hier halt aussieht. Es ist 2006 gedreht worden, soweit ich weiß. Und hier sieht man natürlich ganz klar, dass hier ja, schon einige Stilwellen drüber gegangen sind. Ja. Welcome to the Love Lounge. We got the hookup. If you don't know what... Also er ist halt wirklich so dieser typische Surfer, Sunny Boy, der halt wirklich so auf der guten Seite der Macht unterwegs ist. Also sehr high energy, sehr positiv, viel am Lächeln. Ich bin sehr gespannt, wie die Runden aussehen mit ihm auf jeden Fall. This is a piece of smoke, flavored tobacco out of. This is the music center. That's how we roll, baby. If you want success, this is it right here. You know, I do a little. Oh yeah, I'm coming through these. Aber auf jeden Fall ein hübscher Kerl. Ja, also kann man nichts sagen. Also jetzt auch am Anfang mit seiner Frisur, das war ja wirklich schrecklich. Jetzt hier mit bisschen Gel und sowas läuft auf jeden Fall. Was auch so ein bisschen Peacock ist. Genau, hier sieht man die Kette, die ist mir vorher auch nochmal aufgefallen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen Peacock. Man hat hier halt auf jeden Fall einen Farbakzent, ja, wo halt die Mädels auch mit Sicherheit sofort drauf aufmerksam werden und natürlich auch da gerne mal hinfassen. Ja. Das kenne ich auch sehr gut aus der Vergangenheit. Was auch ganz gut kommt, ist natürlich bei ihm, wenn er sein Hemd relativ weit aufmacht. Er hat halt einfach so diesen typischen Surfer-Style-Look, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er mega geil aussieht. Ja, er sieht gut aus. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, was er da reißt. Ja. It's like a chameleon. I'll just get into any environment, blend right in and meet the best of the situation. You gotta pick your target. Once you pick your target, confidence, you gotta walk in there exuberated, exuberate positive energy. I got the key, baby, I'm locking it up. Aber man hat bei ihm wirklich den Eindruck,
also positive Energie, ja, das hat er definitiv. Man hat bei ihm wirklich den Eindruck, er ist sehr selbstbewusst. Ja, und das strahlt er auch definitiv aus. Also bei ihm habe ich nicht den Eindruck, dass es fake ist, was er da sagt, sondern er hat Selbstbewusstsein. Er hat schon diesen Biss in den Augen und ich glaube, das wird sehr, sehr cool und sehr spannend auf jeden Fall. You know, nice work with the Boggles. Hopefully you can keep a beat tonight at the club. You know what I mean? I especially like the Love Lounge. Yeah. The fact that those look like his grandma's hand-me-downs. Yeah. Yeah, I like he's a little bit mysterious. He's worldly. You know, I think ladies will be able to dig that. He's got that whole 70s beatnik flower child thing going on. The girls might find this funky. Well, let's find out if Vida's got something different to offer. And now, Vida, a.k.a. Drago. Drago. My name's Vida. This is my domain. The gym. Let's go hit the weights. Also hier wirklich der komplett andere Stil. Ich habe ja vorhin gesagt, eher so die dunkle Seite der Macht. Ich glaube, er schaut jetzt nicht so der große Redner. Werden wir gleich auch nochmal sehen. Auf jeden Fall hier haben wir einen ganz starken Lux-Impact. Ja? Wenn man jetzt einen Blackpiller fragen würde an der Stelle, würde er wahrscheinlich sofort sagen, der ist, ja. Chin Jawline on point, groß, ja. Gucken wir mal rein, wie es mit den Muskeln und so weiter noch aussieht. Und dann können wir da auch schon so leicht Fazit ziehen. When you work out, wear a nice tight shirt, shows the arms, look big, girls be like, wow, it's looking pretty sexy. In hockey, been winning championships. No, I like to win the hearts of girls. I just love getting new numbers, going from one girl to the next, because this makes me feel like a champion. I don't like to take girls home. I have Secluded Park that I usually bring them for the first few times. It's the greatest place to go. When girls see me, they see my height, they see my looks, and then... Ja, Height, Looks, also das ist definitiv der Traum, der feuchte Traum eines jeden Blackpillers an der Stelle. was ich witzig finde, seine Strähnchen hatte ich früher auch mal, vor langer Zeit. Erinnert mich auch ein bisschen an meine Frisur früher. Ja, also wenn man jetzt einen Blackpiller fragen würde, er würde safe ihm den Gewinn prognostizieren. Ich bin mir nicht sicher, weil ich halte sehr, sehr viel von Game und ich bin mir nicht sicher, ob er im Game so stark ist. Ja, das müssen wir jetzt mal einfach schauen, weil meistens sind halt solche Höhlenmenschen nicht so wortgewandt und man muss halt im Club auf sehr viel kontrollieren. Ja, man muss verstehen, wie die Dynamik aussieht und man kann halt nicht einfach mit der Keule der Frau die Keule über den Kopf ziehen und sie dann an den Haaren in die Höhle schleppen, das funktioniert halt nicht. Von dem her, ich bin sehr, sehr gespannt. Best part is my personality and that's what they love. It is game time tonight. I'm gonna wheel some girls tonight and it's gonna be fun. Also das sieht man ja auch. Werde ich ein paar Mädels abschleppen und es wird Spaß machen. Ich bin der Alpha-Mann. Oh, ich werde die Frau mit mir paaren und dann werde ich Spaß haben. He's a big man with a deep voice and these are, you know, two classic characteristics of what women want to see in a man. You know, it's quite clear to see that he's an alpha male. However, there's a couple more components that go along with being an alpha male. One of them being intelligence and I hope to God that he showcases that today. Well, let's find out. Gut. Dann mache ich mal hier die Geschwindigkeit wieder normal auf Standard und dann schauen wir uns die Game-Szene an. Wir starten mit Runde 1. Coming up after the break. Look at that. You know what? This is my favorite color. This is my favorite color. You know what? Since I was 7 years old, this is my favorite color. Ja, und da sieht man halt, dass er, also allein an der kleinen Szene sieht man, also er nagelt sie gerade wirklich fest. Also so dieses schnelle Reden, pam, 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 pam. Ja, er tötet sie gerade mit Energie, habe ich den Eindruck. Wir gucken mal weiter. Guys, this game's the narcissist, and I love this game because I love myself. I know you love this game, Alan, because you'd probably do very well at it. Speaking about yourself for 3 minutes and holding attention without letting the girl talk, I think it's a great way to see if these guys can actually put together a sentence. Well, let's see if this mouth breather, Vida, can breathe enough things out of his mouth to make this happen. In round one, each player has 3 minutes to get a woman's phone. Okay. Number. 3 Minuten. Um die Telefonnummer einer Frau zu bekommen. Aber nur sie dürfen reden. 3 Minuten Gesamtzeit. Also im Prinzip die Frau zutexten, bis sie
keine Ahnung, die Telefonnummer rausgibt und sagt Adios. Ja. Bin sehr gespannt. But the player may only talk about himself and can never let the woman speak. Also ist jetzt der Drake. Und als er, also hier muss man schon sagen, ist schon ein bisschen seltsam, wie er es macht. Also es ist so ein großer Typ, ja, und hängt dann wirklich seinen Kopf so runter. Ich glaube, er hat sie sogar berührt kurzzeitig. Kann das sein? Ja, oder? Ah, nein, das sieht wahrscheinlich nur so aus. Also er hängt da wirklich extrem rein. Und man sieht, die Frau ist auf jeden Fall schon so ein bisschen eingeschüchtert von ihm. Ist sie alleine da? Sieht so aus, ne? Just comes in. You gotta know about what attracts females. Not hockey. He's talking about hockey because that's clearly all he knows. Yeah. So you know, I mean, that's his limited ability. The legendary Lou Holtz once said, "When all is said and done, more is said than done." The way this guy is going, he's not gonna go anywhere. My trainer, I don't even know where he is. He's my cousin as well. He's here. All I do is work out with him, and I work at a hockey school. So I didn't really have much time. But would it be our okay, also, worüber redet er hier? Also, es macht halt gar, also, im Prinzip würde ich jetzt, wenn ich die das Thema hätte, ich würde hier halt super direkt reingehen, weil sie ist alleine, das ist halt wirklich schon ein Geschenk. Im Club hat man eigentlich immer Freundinnen am Start. Ja, hin und wieder sieht man mal so einen einsamen Wolf. Und dann muss man immer überlegen, so warum ist das Mädel jetzt alleine, ja, holt gerade die Freundin noch was zu trinken. Normalerweise sind die Mädels ja immer zusammen unterwegs, wenn sie auch in der Gruppe gekommen sind, ja. So, das heißt, es kann auch sein, dass die Stimmung bei ihr vielleicht schlecht ist, weil jetzt, was weiß ich, sie gerade Stress mit ihrem Freund hat und sie selber dann halt auch sich separiert hat von der Gruppe. Hier kann man so ein bisschen drauf eingehen, fragen, hey, was machst du denn hier so alleine, ja, und dann, hey, ich habe dich eigentlich nur angesprochen, dann muss dann das SOI kommen. Weil ich dich interessant finde und ich mal gucken wollte, ob du so cool bist, wie ich denke, dass du es bist, ja. Und dann kann man sie hier qualifizieren lassen und dann relativ schnell auch den NC ansetzen. Er redet aber hier wirklich, also den Number Close, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen zu sehr fachspezifisch hier herumlaber. Er redet aber wirklich über seinen Cousin und über irgendwelche komische, ja, was er arbeitet und ganz komisch. Also, da sieht man, also der, den Gedanke, den ich am Anfang schon hatte mit ihm, dass er hier die Wortgewandtheit nicht so on point hat. Ja, das sieht man. Also, er ist eine dominante Erscheinung und ich denke, die Frau ist auch nicht uninteressiert, aber aktuell, sie ist alleine. Er ist halt mega der impulsante. Große Typ, ja, und hier, sie hat natürlich hier erstmal auch ein bisschen Respekt davor, sie hat niemand, der noch da ist und er kommt hier relativ schnell auch in ihren persönlichen Bereich rein und textet sie hier zu mit irgendwelchen komischen Dingen, natürlich checkt sie, dass er Interesse hat, aber die Frage ist, wie dreht er das jetzt noch um, dass sie zum einen Vertrauen bekommt, zum anderen, dass er halt auch ihr einfach mal klar sagt, hey, ich finde dich interessant, ich hätte gerne deine Nummer, ja. Ja, und jetzt hier kommt schon Zweifel. It's too loud. Nein, es ist hier nicht laut, ja. Okay, yeah, so do you have a lighter maybe? I don't smoke. I'm an athlete. Come on. I think when he makes that phone call, there's gonna be a lot of awkward silences on it. I'll write it down for you. Also er kriegt jetzt hier die Nummer, aber das war sehr unspektakuläres Game, muss man sagen. Ja, also sehr unspezifisch. Er hat dann einfach nach der Nummer gefragt. Ja, und ich meine, das ist legitim und es hat auch funktioniert. Aber normalerweise, also die Frage ist halt, wie stabil ist die Nummer dann auch hinterher? In dem Fall macht es keinen Unterschied, weil die Nummer ist natürlich ein Aufgabenpunkt am Ende. Aber in freier Wildbahn wäre es jetzt natürlich wahrscheinlich schon so, dass die Nummer nicht wirklich stabil ist, ja, weil hier wäre es eigentlich dann angebracht, das Mädel vielleicht nochmal ein bisschen zu isolieren, weil man dann natürlich auch, weil es sein kann, dass jetzt natürlich auch ihre Freundinnen irgendwann mal zurückkommen,
dass eine Frau alleine in einem Club ist, ist ein sehr, also sehr unwahrscheinliches Szenario. Deswegen werden da die Freundinnen sie natürlich auch wieder suchen, ja, und dann natürlich auch finden und dann sie aus dem Set holen höchstwahrscheinlich. Das heißt, ich hätte jetzt da wahrscheinlich gesagt, ja, komm, lass doch mal ein bisschen frische Luft schnappen, keine Ahnung, dann rausgehen und dann muss man eigentlich dann auch noch ein bisschen mehr Vertrauen aufbauen, nochmal sich vorstellen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gar nichts von diesen Standard-Smalltalk-Themen gehört, wie wie heißt du, wie alt bist du, was machst du beruflich, sowas, dass die Frau halt einfach, wenn dann einen Tag später sie mit ihrer Freundin telefoniert, hey, du hast doch dem die Nummer gegeben, hey, oder ich habe einen coolen Typ kennengelernt, bla bla bla, und die Freundin fragt, ja, wie heißt er denn, was macht er denn beruflich, so, und sie dann, wenn sie dann halt keine Antworten hat, dann auf einmal so dieser Zweifel hochkommt und der typische Buyer's Remorse sie dann bereut, dass sie die Nummer rausgegeben hat, weil ihr öffentliches Bild hier an der Stelle ja leiden könnte, weil dann ihr Ruf vielleicht in den Augen der Freundin hier leidet, weil, ja, sie hat ja die Nummer rausgegeben, ohne überhaupt richtig zu wissen, wer der Typ ist. Ja, das ist dann ein bisschen kritisch, da muss man vor arbeiten und am besten halt diese Standardfragen einfach auch mal beantworten und dann natürlich ein bisschen in den Rapport, in den Komfort reingehen, was hier ja definitiv dann nicht passiert ist. Hi, your name, everything, and I'll give you a call for sure. Wait, maybe you can come out to see one of my hockey games. That'd be great. I'll score you a goal. Sure, yeah? I'm not really into hockey, but whatever. So that's a great first date. Somebody who hasn't even heard of hockey. Yeah, you can come out and watch me. Also macht halt auch gar keinen Sinn. Warum sollte ich denn ein Date machen, wenn das Mädel einfach da sitzt und zuguckt, wie er Hockey spielt? Why don't you just have a date with this mirror and just, you know what I mean? Cut me out of the picture. Well, let's take a look at AL and see what he's got. Excuse me, why do you look so bored? You're tired. Well, you know what, honestly, can I tell you something? Honestly, I live downtown. I get in a taxi cab. I get in this taxi cab. This cab breaks down. Can you believe that? Anyways, it breaks down. This guy asks me. Und hier sieht man jetzt Game, ja. Also so würde ich auch immer, wenn eine Frau liegt oder sitzt oder sonstiges, also liegen jetzt natürlich nicht im Club, das ist selten, dass da irgendwelche Betten stehen, aber wenn sie zum Beispiel auf einer Wiese oder sonst was liegt und sich gerade sonnt oder, keine Ahnung, am Strand oder im Schwimmbad, dann auf jeden Fall hingehen, kurz ansprechen, also kurz gucken, ob da ein bisschen Vibe vorhanden ist. Und dann, er macht ja hier genau alles richtig. Er setzt sich direkt hin, ja, ist dann direkt hier mit ihr direkt im Gespräch drin. Kann auch hier theoretisch sogar so ein bisschen Kino, also ein bisschen anfassen und sowas. Mega gut, ja. Also das hat er wirklich gut gemacht. Und jetzt, man sieht, er kommt schon mit seiner Story. Er hat Energie, er hat sich was überlegt, er hat eine Geschichte. Und sie ist natürlich hier an der Stelle absolut online, ja. Was man hier ja aussieht. Sie ist richtig, oh, cool, ja, also er zieht sie jetzt quasi so richtig raus aus ihrer Müdigkeit, aus ihrer Langeweile, pam, 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 kommt mit seiner Energie, ballert sie zu und zieht und versprüht richtig Freude, das sieht man. Away from traffic. It doesn't matter. Anyways. The talented Mr. Ripley, huh? Yeah. Let me tell you something, though. Honestly, I was standing in the club right there, you know, just on the patio, and I'm noticing you, and I'm like, I love your freaking shirt. Look, we match. Look at that. Look at that. You know what? This is my favorite color. This is my favorite color. You know what? Since I was 7 years old, this is my favorite color. Ja, und er hat die Geschichte. Und er, was ich geil finde an ihm, also man sieht hier wirklich, dass das Selbstbewusstsein so richtig aus ihm raussprudelt. Er ist richtig online, er kommt her, er ist präsent, er redet mit ihr, er zieht sich raus aus ihrem Loch, er macht ihr Komplimente, sie freut sich, ja. Das ist mega, das freut mich richtig. Weil hier muss man auch nicht viel zum Beispiel jetzt Attraction noch aufbauen. Man sieht hier allein durch das Ansprechen, allein durch seine Körpersprache, allein durch die Energie, durch das Lächeln, durch die positive Stimmung, die er versprüht, ja, hat er hier ja schon komplett diese Anziehung. Ja. Das Mädel lächelt, freut sich. Was er jetzt hier macht, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber
Im Prinzip ist er online, ja. Und hier dann noch mehr drauf zu werfen an so Nex oder an Push-Pull oder an Cocky Funny, das wäre jetzt hier an der Stelle völlig überzogen. Das heißt, er kommt jetzt schon mit so ein paar Komplimenten und bringt sie eigentlich ja schon in so eine, ja, zum einen in das Storytelling rein, wo sie seiner Geschichte folgt, zum anderen auch in die Emotionen, in den Rapport. Das ist mega geil. Er macht es richtig, richtig gut. Und wirklich, was man hier echt gut sieht, Selbstvertrauen, Game, Führung. Ja, geil. This guy is pulling everything out of his tickle trunk here. Meine Lieblingsfarbe, ja, das fand ich auch witzig. You end up buying whatever they're selling, because they're so relentless. Yeah, this is great. Ja, das stimmt. Er nagelt sie ja wirklich fest. Was ich ein bisschen fast schon aggressiv finde, ist, dass er mit seiner Hand immer hier so auf sie zeigt. Aber es zeigt halt diesen krassen Führungsstil von ihm und auch das hohe Energielevel. Ich finde, das Energielevel ist fast sogar schon zu hoch, weil sie, glaube ich, so ein bisschen aus der Müdigkeit raus, so ein bisschen so lethargisch schon fast ein bisschen hier rauskommt und er aber sie direkt zutextet und pam, 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 pam. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ihm so komplett folgt, ja, aber sie ist beeindruckt. Sie freut sich, dass er angesprochen wird. Sie hat Bock. Ja, eigentlich möchte sie ja an der Party teilhaben und ist ja auch allein, von dem her auch wieder ein einzelnes Set allein, dass das hier so gut funktioniert. Also das wundert mich nicht, dass das gut funktioniert. Listen, realistically, I really don't want to stay here anymore, you know what I mean? But honestly, I don't want to leave without your number. I want to call you up, I want to take you out for dinner, you know? Und hier, das geht mir auch ein bisschen zu weit, ja, also er ist wirklich attraction-mäßig, hat er wirklich das Game, aber er kommt sehr viel so mit seinem, also jetzt sagt er ja Abendessen und ich liebe deine die Farben und sowas. Also er kommt, also er macht es sehr interessant, ja. Und ich muss auch sagen, ich kenne wenig, die so im Game unterwegs sind. Er ist unheimlich führend, unheimlich energetisch und so wird ihm dann auch das verziehen, dass er sehr viel Komplimente macht. Und dass er sie jetzt hier zum Beispiel auch direkt zum Abendessen einladen will, ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Aber es funktioniert, scheinbar funktioniert es bei ihr sogar sehr, sehr gut, ja, weil die Attraction einfach durch diese Energie und durch diese straighte Führung einfach vorhanden ist, ja, und dann ist es so, dieses Wechselspiel auf der einen Seite so pam, 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 er führt mich voll, ich kann mich voll fallen lassen, auf der anderen Seite kommen dann auch noch die Komplimente. Also das ist so, er nagelt die Frau komplett fest und sie hat eigentlich gar keine Möglichkeit, nicht die Nummer zu geben. Ja, und hier, das freut sie natürlich. Du scheinst eine so schöne Person zu sein oder eine wundervolle Persönlichkeit zu haben. Bam, das ist voll online. I bet you're even more beautiful inside. What do you say? Give me those 10 magical numbers and I promise you'll have a great night. Awesome. I'm gonna say something before anyone else notices. Ich muss echt sagen, so einen Game-Stil habe ich ganz, ganz selten gesehen und ich find aber gut, was ich gesehen habe, weil bei uns in Deutschland sieht man halt oft so, gerade weil halt auch Lob des Sexismus ein extremst attraction-lastiges Buch ist, sieht man halt, dass die Männer oftmals ganz straight immer diese Attraction-Tools rausballern und die Mädels dann irgendwann schon, also drüber sind, weil sie das Gefühl haben, was will der Typ eigentlich von mir? Er textet mich zu und hier noch ein Neck und hier noch Cocky Funny und hier noch irgendwas. Ich finde ihn attraktiv, ja. Also komm doch mal zum Abschluss. Frag mich doch mal nach der Nummer. Isolier mich doch mal, so gefühlt, ja. Und es passiert nicht. Und dann haben sie irgendwann die Schnauze voll und denken sich so, ja gut, dann leck mich am Arsch. Ja, dann bist du halt ein arroganter Sack. Und dann, weil sie es halt übersteuern. Und er macht es halt völlig anders. Er zeigt halt sehr unterschwellig diese Führung und diese Straightness und diese Energie. Ja,
Aber er bringt Komplimente und er macht so wirklich dieses Gentleman-Ding eigentlich draus. Das finde ich sehr, sehr nice, ja. Aber auch schade, dass hier dann alles an der Nummer dann halt auch bei der Nummer aufhört. Er könnte jetzt natürlich super in die in eine Sexualisierung gehen, insbesondere wenn die da liegt. Da könnte man wunderbar noch eine Runde rumknutschen, ne, auf dem Bett. He has no idea what her name is. Ja, das sagt sie, ja. Da fehlt natürlich auch komplett der Komfort und der Rapport an der Stelle. Also, es fehlt nicht komplett der Komfort und der Rapport, aber es fehlt der Smalltalk. Also, das spricht mal diese Key Facts wieder über sie. Wie heißt sie? Was machst du? Wie alt bist du? Bla, bla, bla. Sowas. Dann die logistische Fragen. Bist du hier alleine? Was? Bist du eine Freundin von dir da? Sind Freunde? Seid eine Gruppe? Keine Ahnung. Kann man ja alles mal fragen. Und dann wäre es natürlich hier angebracht, dann eigentlich direkt auch schon hier langsam, ja, sexuell zu werden, ja, und dann könnte man hier locker dann auch einen Kuss ansetzen, ja, wobei er dann natürlich sich jetzt hier anders positionieren müsste, ja, dann müsste er sich irgendwie neben sie setzen oder sowas, dann wäre das dann auch viel, viel einfacher als diese frontale Haltung, die er jetzt hier in dem Moment hat, aber es funktioniert, Aufgabe erfüllt und ich würde sagen, er hat es auf jeden Fall besser gemacht als der, wie heißt er, Drake oder so. What's your name? Ja, oh, wie war dein Name? You know what? If it wasn't for cell phone technology, there'd be a lot of girls out there with nameless faces. I wasn't even paying attention. Sure. Yeah, well, you know, I was totally, I'm telling you, I'm like, honestly, like, I tried so hard coming to this place, nothing happened. You know what, you're honestly a sweet girl, you know, Sarah, I'll give you a shout, we'll definitely go out, wieder Kompliment. You know, you like teed meat, you know, I love teed meat. Shrimp, my favorite, you know, I heard like, I know a lot of good places with shrimp, seafood. Shrimps, I love shrimps, lass uns Shrimps essen. Shrimps for president. Honestly, you're an amazing girl. Again, what's your name, I forget? Honestly, your beauty is just so like... Und hier nochmal, also langsam überdreht das mit den Komplimenten ein bisschen, ja. Aber sie ist völlig hin und weg. I think AL's found his profession. God-given talent, pressure sales. You know, I play the Egyptian bongo, you know, so I'll give you some beats, baby. I'll give you some beats. If you can belly dance for me, you will get the beat. High five. Give me a kiss. Atta girl. I'll see you later on. I'm gonna give you a shout. Ja, und das ist dann, also das ist dann wirklich das, was sich jeder Dating und Begeisterte, jeder Pickup-Artist, jeder, der im Club aktiv ist, eigentlich wünscht. Ja, so ein Gesichtsausdruck von einer hübschen Lady, die sich einfach freut, dich kennenzulernen und man freut sich unheimlich darauf, dann sie dann auch auf dem Date zu treffen, eine coole Zeit zu haben und einfach zu schauen, wohin sich das Ganze entwickelt. Also, da werde selbst ich schwach. Durch die Kamera und durch die 15 Jahre Zeit, die vergangen ist. Ja. Einfach schön. Richtig, richtig schön. Mentally had a cigarette there. Literally. You gotta love that, because he sprinted past the finish line. It was clinical. Yeah. If you could only stamp the screen, it would say satisfaction guaranteed. That's it. For game one AL, let's rock it to game two. Nice. Echt nice. Coming up after the break. You're a man. You have no respect. Okay. Sind wir mal gespannt, was jetzt kommt. Guys, this game's reverse gold digger. You know, it's gonna be tough for Mark because this game requires intelligence, and I'm hoping that most of the players utilize reverse psychology. And psychology, Mark, I don't know. We'll see. Well, let's find out. In this round, each player has 5 minutes to get. Convince a woman to buy. Okay, also im Prinzip geht's jetzt darum, das ist ein bisschen anspruchsvoller auf jeden Fall, dass die Frau, ihm quasi dann einen Drink ausgibt. Ja, dass er das gern macht. Get a woman to buy him a drink. Let's see how generous the ladies are feeling tonight, fellas. Na, sehr gespannt. Oh, thank you. How are you doing? Okay, also das wäre jetzt natürlich hier geschenkt gewesen, wenn, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie hat ihn jetzt angequatscht. Ja. Also,
sowas ist natürlich auch möglich, aber das passiert schon relativ selten an der Stelle. Und das triggert natürlich auch bei Frauen, wenn du die halt hochhebst oder ja, halt sehr dominant auftrittst, triggert das natürlich auch viel unterbewusst. Ja, und sie hat ja schon angesprochen, also Interesse sah ziemlich online aus. Ja, sie hat ihm ja auch ins Ohr gesprochen, von der Körpersprache her, glaube ich, relativ offen, wenn ich mich gut jetzt nochmal gut dran erinnern kann. Also ich glaube, dass er da durchmarschieren wird. Was ich jetzt nicht verstehe, es ist halt wieder so ziellos irgendwie. Jetzt quatscht er darüber irgendwie wie, ich gebe dir einen Kuss, ich nehme dich Huckepack und so weiter, aber also es geht ja darum, gib mir einen fucking Drink aus. Ja? Nice. Was mich hier auch so ein bisschen irritiert, also warum, also ja, er zieht das jetzt alles durch und sowas, aber ich bin mal sehr gespannt, wie er jetzt halt zu diesem Drink kommt an der Stelle. Ja, und ich, ja, ich weiß nicht. Also die Mädels sind auch verpixelt, das heißt wahrscheinlich, also das ist das erste Mal, dass ich das so wahrnehme. Man sieht halt wenig so, wie die Gesichtsausdrücke sind. Also die werden sehr online sein, sonst würden sie das ja nicht machen, aber das finde ich sehr schade, weil da kann man jetzt nicht noch tiefer ins Detail analysieren. Wow. Yeah. Hey, she came back for seconds on that, eh? Definitely. Did he do anything for this? Das kann auch gut sein, dass die vielleicht auch ein bisschen ein Sitzen haben, kann ich mir gut vorstellen. Kann gut sein, ja. Bin mir da unsicher ein bisschen. Also ich traue dem Braten nicht so ganz, weil er wirklich kein weltbewegendes Game hat. Also es ist halt wirklich der Caveman, ja. Er haut halt die Keule drüber und that's it. Und ich muss sagen, das funktioniert manchmal auch erschreckend gut. Also ich habe einen Wing, der kranke Sachen da eigentlich auch schon gemacht hat. Also um mal ein Beispiel zu nennen, der geht im Club zu einer hin und fragt sie, was für ein Netz hast du? Also was für ein Handynetz? Und dann sagt die O2. Und dann nimmt er sein Handy und gibt dir quasi das Handy, wo einfach er hat quasi Kontakt hinzufügen gedrückt und dann muss man dann quasi den Namen eintippen und die Telefonnummer. Und er drückt ihr das quasi einfach in die Hand und sagt nur, tippen. Und es funktioniert. Also sein Opener war, was hast du für ein Netz? Und sein Close war, tippen. Und das war alles. Und es hat funktioniert. Ja, und da sieht man mal, was alles machbar ist eigentlich. Und hier, das ist ja auch, also wirklich geschenkt, ja. Und das passiert halt Leuten, die halt Looks haben, ja, sehr viel häufiger als Leute, die Game, also die eher im Game stark sind und ja, halt die Looks nicht so krass on point sind. Ich schätze den mal auf 1,90 wahrscheinlich sowas um den Dreh. Breit, ja, hier Eishockey-Spieler. Da wird Chin Jawline on top. Ja, da wird viel gehen, definitiv. Yeah, sometimes there's no science. He's just big and good looking. You know, yeah. And that worked. He just said, I'm going to stand here and be the cream in this Oreo cookie. Wow. Is all right if you can get me a drink, though? What? I was very impressed by that. Yeah. This guy's a triple threat. Piggyback, make out, drink bot for him. What else can you ask for? I think his social value is high right now in the bar, and I think it can only go up from here, hopefully. He blew my expectations out of the water. I think it was a good thing that he didn't have to do a lot of talking. Yeah. Wait a minute, what did he blow of yours? Your expectations, sorry. Well, let's find out if Al can do a better job. The high water mark has been set. Aber hat er jetzt Drink bekommen? Also ich, keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht so 100% mitbekommen. How you doing? You look like you're on a search for something. Good time. A good time. Well, you found the right guy. What's your name? My name is Amanda. Amanda? Yes. Nice to meet you, yo. Und hier sieht man jetzt auch, also er geht straight off sea.
Also scheint auch wieder ein einzelnes Set zu sein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder Moment. Ja, doch, die anderen laufen vorbei. Hier steht noch eine. Die laufen hier vorbei. Also das scheint jetzt hier aus so ein Durchgangsbereich zu sein. Das heißt wahrscheinlich auch wieder ziemlich laut. You know what? This is exactly what I was about to offer you. I have a little proposition for you. Are you ready to hear it? Maybe. All right. Okay, die ist drin im Set. Und sie ist drin und er quatscht sie an. Da ist jetzt halt die Frage der Fragen. Wer ist die Alpha-Frau? Wer ist die Alpha-Frau? Davon hängt der Erfolg des Sets ab. Und wenn ich schon höre, ich habe einen kleinen Vorschlag für dich, dann habe ich schon ganz schlechtes Bauchgefühl, weil er will da irgendwie einen Deal machen. Weil solche Typen, die gut kommunizieren können, das sind meistens halt auch so Schlitzohren, die jetzt versuchen, sich jetzt das Ding hier zu erschleichen. Bin mal gespannt. Ja, okay. Nein, Alter. Nein, sag nicht, dass du ihren Abendessen ausgibst für... Now I'm about to nickname this girl Sergeant Slaughter, because I don't think this is gonna go well. So right now, I think his head so far up his own ass, he could probably chew his food twice. Ja, er versucht jetzt zu dealen. Er versucht jetzt, ihren Abendessen anzubieten für einen Drink. Und das geht, also das ist daneben. Also das geht nicht. Ja. I'm serious. You know what? Let me tell you something. Okay, und jetzt kommt der Cockblock. Ja, jetzt hat die andere das gehört. Und jetzt ist der, jetzt hat er quasi die rote Linie überschritten, weil... Die zwei Mädels sind höchstwahrscheinlich jetzt nicht gerade super hoch emanzipierte Damen, egal wie emanzipiert jemand ist. Meistens sind die Feministinnen ja die, die dann am meisten noch drauf bestehen, dass sie Drinks bekommen oder dass der Mann das Abendessen bezahlt, weil das gehört sich ja so, privilegierter Sack. Ja? Soll der Mann gefälligst hier auch mal das Abendessen springen lassen, ja? Dass die goldene Vagene anwesend sein kann, ja. Und hier sieht man halt, wie das dann abläuft, wenn es dann richtig eskaliert. Also, sie eskaliert, boah, er will einen Drink ausgegeben bekommen und sie, Alpha-Frau hier, sie reißt sofort mit. Und jetzt versucht er zu handeln und das ist meistens sinnlos. You're a man, yeah. Do your fucking job. Don't let anybody ruin your day. Ruin it yourself. Be a man. Pay the bill, yeah? Go ah, und jetzt fängt die an rumzufuchteln. Das Set ist vorbei. Eigentlich müsst du jetzt direkt rausgehen. Schönen Abend wünschen, ja, und easy abziehen. Aber jetzt probiert er natürlich, er macht es richtig, dass er jetzt natürlich auf die Alpha-Frau geht. Sie ist raus, ja, ganz klar, weil hier ist der Hauptkonflikt und sie steht natürlich zu ihrer Alpha-Freundin. I'm not hustling, I'm not hustling. Ja, vergiss es. Ja, jetzt forget it. She was so eager to diss him, that she said to her friend, look, hold up. Yeah. I got it. Ja, die sagen genau das Richtige, ja. Hier die Alpha-Frau, die führt und die Meinung ist ganz schnell von ihm umgekippt, nachdem die Alpha-Frau halt gesagt hat, was Sache ist. Ja, aber so muss man natürlich auch mit einem Korb umgehen. Einfach das mit Humor nehmen, einfach lachen, easy. Ja, alles entspannt. He stayed very calm in the fire. He got torn apart, limb by limb. He was surrounded by a pack of rabid dogs, and he didn't even do anything. He didn't even fight back. I thought he might try and say that. He just stayed very calm, and I thought maybe he's gonna do something to pull it out. You know what? His Zen Buddhism did not help him. No, at all. He's gotta go home and smoke that peace pipe. Yeah. I think it's a clear winner for Mark. Exactly. Let's find out what's gonna happen at the end of the show, because it's anyone's game right now. Ja, also beide haben den Drink nicht bekommen, aber ja,
so wie ich das verstanden habe, aber hier der Drake, der Mark, der hat ja den Kuss bekommen, von dem her hätte ich dem jetzt auch den Punkt gegeben. Wobei ich auch nach wie vor finde, dass es mehr oder weniger geschenkt war, weil er ja auch angequatscht wurde und das Set war ja wirklich offen. Ja, aber auch das passiert. Auch geschenkte Sets sind erfolgreiche Sets. Coming up after the break. What do you think you're doing here? That's great. This is gonna move us around. Schauen wir mal weiter. Guys, this is still anyone's game. It's 1-1. We're going to the bottom of the ninth, and this guy's about. Die letzten drei Folgen hatten wir eigentlich auch immer 1-1. Ja, da war auch immer die letzte Runde dann die spannendste. Also ich bin sehr gespannt. Aber wenn ich mal einen persönlichen Tipp raushauen darf, ich glaube safe, dass hier der Surfer-Boy, der Sunny-Boy, die Show macht, weil er einfach Game hat. Ja, und der andere hat nur Looks und der hat Game. Und von dem her glaube ich, dass Games schlägt Looks. Hört alle weg, Blackpiller, ihr Blackpiller. Ja, die Red Pill gewinnt diese Schlacht heute. Both to get caught red-handed, and I think I'll be able to speak from experience on this game. Yeah, there was a proverb that said. Und das, obwohl er immer heißt bei den Blackpillern, in Club bist du tot, ja, wenn Looks und sowas nicht passt. Aber der Typ, also der Sunny Boy, hat definitiv weniger Looks als der Eishockeyspieler. Smooth seas do not make skillful sailors, so. These guys are gonna get a rough sea, and we're gonna see what kind of skill they can bring out. Yes. Hopefully, they're gonna be the Mayflower and not the Titanic. You know? In round three, each player has 3 minutes to obtain a woman's phone number. What the players don't know is that at the Also es ist natürlich mega geil, ja. Also auch wieder 5 Minuten Zeit. Also die Time Limit muss eigentlich gar nicht angegeben werden, weil das wird ja alles immer so zusammengeschnitten, meistens, dass man dann eh nur das Relevante sieht. Was ich krass finde, also das sieht jetzt so aus, als würde jetzt hier quasi, also Telefonnummer bekommen, der eine Kerl da, der Sunny Boy, hat ja die Telefonnummer schon bekommen, schon einmal von einer, ich muss kurz nachdenken, der andere, hat er es ja auch bekommen, ich weiß gar nicht, doch, der hat es ja auch bekommen, glaube ich, am Anfang, genau, aber jetzt geht es darum, also while Fending of the Angry Girlfriend, also sprich, da wird jetzt eine die Freundin spielen, die saure Freundin, die angepisste, und die Jungs müssen die natürlich abwehren. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, aber auch da wieder meine Prognose, Sunny Boy macht's, weil er halt einfach einen stahlharten Frame hat, super gute Führung und halt eine ganz andere Kontrolle im Set wie er. Er hat halt Looks, that's it. Ja. Critical point of seduction. Aber er they sieht halt wirklich aus. By an angry girlfriend. Let's see how our players react in the face of sudden confrontation. Voll die Chaya Ohrringe, ja. Vor der hätte ich auch Angst, safe. Hier. Er spricht sie an. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich spule noch mal ein bisschen zurück. Man sieht nicht viel. Man sieht jetzt hier leider nicht, wie er richtig sie angesprochen hat. Aber was man hier halt sieht, ich würde so gern die Gesichter sehen an der Stelle, aber man sieht hier halt schon den Hairflip. Sie ist aufgedreht, sie ist offen. Sie hier nicht ganz so, aber ich vermute jetzt mal hier, allein von ihrer Körpersprache her, also der Blonden im Hintergrund, könnte das die Alpha-Frau sein. Und dann wäre das Set halt wirklich on point offen. Also hier sieht's gut aus im Set, aber jetzt kommt hier, ich weiß nicht, ob das The Angry Girlfriend ist, aber sie hat ihn gerade angestupst. Gucken wir mal. Okay, sie ist outzensiert. Jetzt weiß ich halt nicht 100%, ob das Angry Girlfriend ist. Ich schätze mal, wenn das jetzt wirklich die Protagonistin wäre, also die oder wie heißt es? Die A-Pro. Keine Ahnung, wenn es jetzt die gestellte Freundin wäre, wäre die wahrscheinlich nicht zensiert. Weil wir haben das Gesicht ja vorhin schon gesehen. Denke ich mal, dass das die war.
Von dem her, was sagt ihr jetzt? Sorry, I heard you kissed. You kissed my girlfriend. No, I have no idea. Okay, also und hier, also ich kann nur sagen, er sieht wirklich gut aus, ja, definitiv. Aber jetzt so in so einer Situation zu reagieren, I have no idea, das ist komisch, ja. Also entweder ich sage nein oder ich sage ja, ja. Aber dann muss ich halt, also man könnte jetzt diese Situation halt super nehmen und damit spielen. Ja, also scheinbar ist es nicht die Angry Girlfriend, sondern irgendeine, wo er die Freundin geküsst hat im Club. Und jetzt kommt die wahrscheinlich und sagt so, hey, komm doch mal zurück. Ja, die hat Bock auf dich und sowas. Und da, ja, und so, bist du hängen geblieben? Keine Ahnung. Und er sagt halt, I have no idea. Und das ist halt in der Situation, man sieht ihm die Unsicherheit an, ja. Man könnte jetzt da halt wirklich damit arbeiten und sagen, ja, kein Problem, komm, bring sie doch mal vorbei, ja, oder ich bin mir also nicht I have no idea, sondern halt so, welche von denen, die ich geküsst habe oder sowas, also man könnte jetzt da halt ein mega Spiel draus machen und das halt richtig witzig aufziehen und da ist er einfach nicht zu, wie sagt man, gewieft und zu, wortgewandt. He has no idea if that's his girlfriend or not. Right now it's just a blonde. Ey, ich habe keine Ahnung, ja, es hört sich so an, wie wenn er irgendwie eine Schlägerei hatte und dabei irgendwas auf den Kopf bekommen hätte. Also so, das ist einfach, das bietet so viel Potenzial und es wird halt einfach, I have no idea. Ja, so. Blind feeding frenzy and this guy seems to be the main course right here. Oh, und jetzt sagt das nochmal. Ja, also er hat wirklich kein Game. Das ist halt, sein Game ist halt sein Aussehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das war die mit, die ihn angequatscht hat. Also die reopened jetzt ihn nochmal, weil sie ihn haben will. Ja, das war das Zweierset, wo er das Mädel Huckepack hatte. Ja, und das ist halt einfach so dumm. Also, hätte er auch hier einfach die Telefonnummer nehmen können, theoretisch. Hätte er sie einfach herbringen lassen und gut. Because these girls aren't even our plants. These are just jealous lovers. So when people pay you, you take them? No. Guys, hold up. Here comes our girl. It's, I don't know. They were like, it's okay. Okay, und das ist jetzt die Böse. Alles in Ordnung. If I jump on your back? What are you doing here? Pardon? What are you doing? What do you think you're doing here? That's great. This is gonna move his rough. Him, look at his face. Look at that look on his face. He is bewildered. Yeah. My goodness. And I know that's how it usually looks. Ja, so sieht es aus. Ja, man sieht hier wirklich so die Zahnrädchen, wie sie durchdrehen. Er ist einfach kein guter Gamer. Actually, it's a little accentuated. I have no idea. Miami girlfriends, do you have? I've never seen you in my life. Wait, I swear in my life. Ja, und auch hier sofort in die Rechtfertigung rein. Das zeigt halt auch eine gewisse Unsicherheit. Trotz, dass er natürlich Größe, Looks, alles hat, ist er trotzdem eigentlich ein sehr, ja, wenn man mal auf die schwierige Situation guckt oder auch in die Körbe, oder in die, ja, kritische Situation, da sieht man, dass er relativ schnell das Selbstbewusstsein verliert. Das, I have no idea. Ja, kommt dann ganz passiv rüber, ganz zahm. Ja, also, ich schwöre bei meinem Leben, ich habe ihre Mutter nie gesehen. You know what you do here? And this is again classic Sheldon Sheldon script right now. Yeah. So you know what? You're right. I did kiss those two girls, and that's my ex-girlfriend. Yeah. Yep. Be wrong and strong. Yeah. Be wrong and strong. Ja. So läuft's. Sag einfach ja. Meine Freundin. Ja. Die ich vorhin geküsst habe. So. Jetzt seid ihr dran. Chaka. Weiß nicht, ob das natürlich jetzt alle feiern würden, aber die sind ja da. Es gab die IOIs. Es sieht aus, wie wenn das Set gut läuft. Ja. Und es ist natürlich ein schmaler Grat zwischen der Pre-Selection, also sprich,
wenn andere Mädels dich heiß finden, dass dann auch die Mädels, die dich jetzt nicht kennen oder mit denen du gerade im Game bist, dich auch heiß finden, oder dass es schon öffentlich so ihren eigenen Ruf tangiert, wenn sie jetzt zustimmen, also sie sind heiß, sie finden dich geil, sie wollen dich ja auch, ja, aber sie müssen dann aufpassen, dass sie dann nicht zu schlampig oder zu easy wirken, wenn sie jetzt Ja sagen zu dir. Das heißt, da ist meistens eine Isolation dann genau das richtige Mittel, um dann auch die Mädels aus der Schusslinie zu bringen, vor anderen, vor Freundinnen, wo es dann heißen könnte, ey, der Typ hat 6 Mädels angequatscht, ja, und jetzt knutschst du mit dem auch noch rum, ja, bist du dir dafür nicht zu schade und so, ja, weil dann oft dann auch der Neid bei den Freundinnen entsteht, deswegen Isolation das Mittel der Wahl an der Stelle. Ja, und jetzt sieht man, dass er wirklich sehr, sehr verunsichert ist und nicht weiß, wie er mit der Situation umgehen soll. Das ist jetzt das allererste Mal, dass ich sehe, dass er seine Hand in der Hosentasche hat und die andere Hand vor der Brust, und jetzt fängt er auch ganz massiv an, sich zu rechtfertigen. Und Rechtfertigungen sind immer ein Zeichen von Schwäche an der Stelle. Ja, wie reagiert die Eiche? Wie reagiert der wahre Alpha-Mann in so einem Moment? Er ist die Eiche, er ist cool, er lächelt, ihm geht's am Arsch vorbei, ja? Er weiß, dass er das Zentrum ist, dass er die anderen in sein Frame bringt und nicht, dass er in den Frame der anderen geht. Und das sieht man hier halt, er ist verunsichert jetzt im Moment und das lässt ihn ganz, ganz viel Attraction einbüßen. Aber sie hat ihn gerade gekrapscht, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, das hier würde ich sagen, auf jeden Fall Triggerwarnung nochmal. Das ist definitiv ein sexueller Übergriff, ja. Bei Frauen meckert ja meistens niemand, ja, wenn die das machen. Würde das jetzt ein Mann machen, wär jetzt zu viel, ja. Ist ja ein ganz komisches Ding. Also warum streichelt sie ihn da so über so die eine Hüft-Arschbacke drüber? Ganz komisch. Also die Mädels sind irgendwie schräg, aber sie ist ja auch die Alpha-Tante, deswegen, ja, sie zieht es durch. Und was ich gar nicht verstehen kann, er hüpft die da so weg, weil er dann sie. Also ich würde jetzt hier wirklich gerne einen Gesichtsausdruck sehen, weil ich kann diese Szene auch nicht zu 100% einordnen. Ja, kann es nicht 100% einordnen. Also das zeigt halt, er ist verunsichert, aber wahrscheinlich ist einfach hier der Social Proof, also dadurch, dass halt das Mädel, die anderen Mädels ihn halt auch so feiern und so wollen, das Mädel halt so online, dass er halt wirklich auch hier weitergeht, ja. Aber scheint mir auch so zu sein, als wenn die Mädels hier auch wahrscheinlich schon gut was gebechert hätten. Oh, I don't play anybody. I buy you a drink. Both of you to make up. I swear to God, I don't know who they are. What drinks would you like? Pardon? Und jetzt auch wieder diese What drinks do you like? Also das ist halt auch, ich weiß nicht, wie das, also muss man natürlich auch den Kulturkreis wieder ein bisschen mit rein faktorieren, aber warum hier alle immer mit diesen Drinks ausgeben so unterwegs sind, finde ich ein bisschen schräg. Es gibt ja ein paar Shots. Drinks? I think he's too far gone here. Yeah. I think these girls have a firm grip on reality. Well, let's see if we can switch it around and get them to get a firm grip on something else. We drink champagne. Want a cup of champagne? Claire, maybe you should be a hockey agent, because at this point it's become a negotiation. Yeah. Can you bring it back here? Pardon? Ja, und jetzt sieht man, dass sie eigentlich, also sie toucht ihn an, weil sie ihn heiß findet, aber sie geht hier schon in die Betaisierung rein und shit-testet schon hart, ja, und sagt ihm, so, hol die Drinks, ja, wir sind hier, bring sie vorbei, ja, bring es. Why don't you come with me? Come, we're gonna stay here. Warum kommst du nicht mit? Und das ist auch eine dumme Frage. Warum kommst du nicht mit? Also, hier haben sie ihm den Nasenring direkt, sie ihn einmal direkt am Nasenring durch die Manege geführt. Er ist unsicher. Und das checken sie, ja. Er ist hier jetzt ein inkongruenter Typ geworden.
Ja, auch wenn sie ihn heiß findet, weiß sie, der ist eigentlich ein kleiner Beta im Wolfspelz. Ja, und das finde ich sehr spannend. Da auch eine kleine Anekdote aus meiner Zeit im aktiven Dienst. Da war es auch so, dass wir wirklich extrem hübsche Frauen gesehen haben, die teilweise mit Männern gequatscht haben, wo man gesehen hat, okay, kein gutes Game, kein, nicht die heftigsten Looks und sowas. Und wir haben uns gefragt, was passiert da? Ja, teilweise einfach mal hingesessen, zugeguckt und mal so ein bisschen analysiert. War immer so mein absolutes, also ich habe es geliebt, einfach auch mal nur Analyse-Tage einzubauen. So, und dann waren die da wirklich eine Minute mit den Jungs am Quatschen. Dann sind die Jungs weggegangen, ja, zur Bar und haben wirklich Cocktails gebracht. Sowas könnt ihr euch nicht vorstellen, ja. Von jedem Kontinent locker 3 Früchte am Glasrand, Wunderkerzen ohne Ende, Schirmchen, das waren solche Geräte, ja. Selber haben sie ein Bier getrunken und diese Cocktail-Eimer haben sie den Mädels gebracht und es hat keine 10 Sekunden gedauert, bis die Mädels mit den Cocktails einfach abgezogen sind. Und das ist halt einfach, ja, das ist halt oftmals auch das Game von Frauen, ja. Allein mit Zuwendungen, mit Komplimente und mit Cocktails läuft es halt auch nicht, ja. Deswegen, ich verstehe nicht, warum hier alle immer I buy you drinks hier bringen. Oh, no. It looks like the arbitration here led to a lockout. There will be no season. No games played. Well, guys, you know what? I'm going to say on that note, I'm going to say we've seen enough. Yes. Let's take a look and see what AL can do. Also für mich war das, also wenn der Sitz nicht völlig an die Wand fährt, glaube ich, war das definitiv nicht the way. Also er quatscht an, was mir nicht gefällt bei ihm ist immer diese Hand. Er haut immer, also es ist ganz komische Angewohnheit, dass er immer mit seiner Hand da rumhantiert und immer den Mädels da aus teilweise so auf Brusthöhe, was ja wirklich hier ein absolut sensibles Umfeld ist bei Frauen. Ja? Ich kann nicht mit der Hand so an ihrer Brust rum hantieren, weil das immer zur Verunsicherung beiträgt. Ist natürlich besser, als wenn er beide Hände jetzt in der Hosentasche hätte oder so vor seiner Brust, aber es ist auch nicht optimal. Also hier würde ich auf jeden Fall was sagen, wenn ich den jetzt coachen würde. Ibro hier. Hallo. Aber man hat auch hier wieder die IOIs gesehen, also auch sie wieder der Hairflip. Hier, er spricht beide an, das ist auch ziemlich gut. Und das ist natürlich auch geil, ja. Hey, how are you guys? I'm good. Geil, ja. Also in das Set, die zwei fragen sich, was passiert jetzt gerade? Kommt sie, ja, sie auf jeden Fall hier die Führung, zieht das Mädel mit, sie quatscht ihn direkt an und das, was er macht, ist, hey guys, I'm good. Und diese ganz langsame Drehung, was er auch zeigt, dass er hier selbstbewusst, locker, entspannt drauf ist. Also hier hat man definitiv einen absolut guten Player, der nicht nur labert, sondern auch wirklich das nötige Selbstbewusstsein und die Authentizität als Basic hat. Ja, das ist mega. Er macht's einfach geil. Hey guys, I'm good. Oh man. Well, he's looking to trade up. Is he gonna jump ship here or what? Und vor allem auch, seht ihr, wie er das macht mit seinem Körper? Er so, ich bin gerade hier bei den Mädels. Was möchtest du denn? Also ganz entspannt, er dreht sich nicht komplett auf. Er macht einfach nur den Kopf rüber und checkt ab, was gerade passiert. Ja, Alpha. Das ist Alpha. What's your name? Bam. Also das ist jetzt auch wieder so ein geschenktes Ding. Und auch, was ich cool finde, er fragt gleich nach dem Namen, weil es ist ja, also das ist ja auch so eine wichtiges
Kriterium zu wissen, wie hat er wohl gelernt, ja, bei der auf dem Bett hat er es gefragt beim Number Close und jetzt bringt er es sofort, also geil, geil, richtig geil und macht richtig Spaß, ihm zuzusehen. Oh, wow. What's your name? Also er lässt sie richtig qualifizieren, das ist geil, das zeigt so richtig, dass er was auf dem Kasten hat. Synthetic oil. Natasha, nice to meet you. Are you guys having a good time? Well, that's good. Let me ask you a theoretical question here. Do you believe that it all starts off with a kiss? Sometimes. Think about it. You know, you're going on a date. You're hanging out with this guy. All of a sudden, everything is working. Everything's good. Guys, hold up. Here comes our girl. There's physical attraction there. He pulls the move. You can't be serious. You can't act like you don't know me. I just walk away and you're like, whatever, carry on with the new girl to pick up. Let me point out that. Aber es geht mir fast ein bisschen zu schnell, was sie jetzt sagen. Hand on the hip. Oh, the look, wow. Look yes. At the, look at the curve of the back and look at the crick of the neck. Like, boy, okay, you know krass. What she's thinking? I stole him fair and square from all the other two. Also jetzt, jetzt geht's richtig ab. Ja, er hat im Prinzip ein Set offen. Dann kommt jetzt ein Set, das ihn anspricht. Ja, wo halt hier wirklich die Anziehung extrem hoch ist. Und jetzt kommt Angry Girlfriend. Und jetzt scheint das so ein bisschen der Bitchfight zu werden. Guck nochmal. Girls in competition. This is awesome. Yes. We might see a catfight here. Cheer the mud. Ich hab's leider nicht ganz verstanden. Aber jetzt kommt hier nicht der Cockblock, sondern der Vagina-Block. Also jetzt, sie ist völlig, das sieht man auch an der Körpersprache, voll verunsichert, weil sie gar nicht weiß, was sie jetzt tun soll. Sie will eigentlich ihn und jetzt hier geht's ab. Also die zwei sind voll auf Kampfstellung. Boah, jetzt, also da wird jetzt richtig, weil du nicht gleich. Oh, okay. Sie sagt jetzt, you need to leave him, bla bla bla, he's nothing. Zumindest habe ich das verstanden. Und jetzt sagt er, you need to leave. Whoa, did you hear that? Oh. She goes, no, we're not. Und das, in dem Fall hat er das wirklich gut gelöst, weil das treibt die Anziehung. Also das ist auch Pre-Selection. Das treibt die Anziehung richtig hoch. Das zeigt so, boah, krass, seine Ex will. Und sie ist hier auch deutlich aggressiver vom Gefühl her als bei beim anderen Set. Und er sagt dann auch noch, have a great night, you too. Also er macht's extremst bestimmt, was ich richtig gut finde. Also das feiere ich ja sowieso an ihm, dass er halt extrem am Führen ist, eine abartig starke Kontrolle im Set hat. Und dann so extrem bestimmt einfach von, also weiß, was er will, ja, und das finde ich stark. Let me tell you something. You have a bad ending? Anyways, let's forget about her. Back to this kissing thing. Okay, back to this kissing thing. Boah, sie ist so online. Are you trying to imply that you... Sie, also, allein hier schon zu sehen, wie nahe sie ihm kommt, ja, geil. You wanna kiss me? I want to kiss you. Und das dann, I want to kiss you. Noch krasser wäre natürlich, wenn er sagen würde, ich werde dich küssen, statt ich möchte dich küssen. Ja, weil dann ist es noch stärkere Führung natürlich. Ja. Das finde ich auch ein bisschen cringig, dann sie auf den Mund, also den Finger auf den Mund zu machen, weil viele Mädels sind, was so Hygiene angeht und sowas, sehr, sehr empfindlich. Und die Finger sind ja im Club eigentlich permanent irgendwo. Und das kann dann auch so, allein schon diese Geste kann dann schon ein bisschen für Irritationen sorgen. Ja, das heißt, ich würde das niemals berühren. Ich würde auch nicht so hart gestikulieren. Er hat ja seine Hand immer oben, immer auf Brusthöhe. Und das ist nicht gut. Ja, man kann jetzt hier theoretisch schon wunderbar Kino fahren. Also man könnte sie jetzt zum Beispiel schon an der Hüfte anfassen oder so. Ja, weil das wäre natürlich, würde ja die Führung nochmal körperlich auch noch verstärken. Und sie hat Bock, sie will, ja. So, und das ist jetzt die Einladung. Jetzt, theoretisch kannst du dich jetzt hocharbeiten bis zum Mund. Hey, Seth.
Sie muss es natürlich machen, weil sie, also das weibliche Game ist halt kokettieren, ja. Es ist, ja, du kannst, aber so schnell lasse ich das nicht mit mir machen, ja, eventuell könntest du mich hier küssen, ja, so, und das ist typisch das weibliche Game, dass sie halt hier auch wirklich sehr gut beherrscht, ja, sie kommt rein mit ihrer Freundin und, oh, zufällig haben wir dich gerade hier stehen sehen, oh, bla bla bla, also so, sie darf es nicht so offensichtlich machen, das würde ihren Wert quasi kaputt machen. Aber so auf diese Art und Weise passt es wunderbar. Oh, und sie versucht hart zu bleiben, aber in Wirklichkeit schmilzt sie gerade, ja. Sie schmilzt innerlich und ja, die Feuchtigkeit wandert nach unten. War das für YouTube zu pervers? Ich hoffe nicht. Und da kommt das Lächeln. Oh. Yeah, let me work it out. Ja, oh, und jetzt, oh, er macht weiter, der Schelm. Hä? Oh. That's what this show is all about. There you go. Awesome. Einfach geil. Hm. Er macht weiter und jetzt muss sie aber abbrechen, ja, weil sonst könnte es sein, dass sie die Kontrolle verliert. Was it good? Was hat sie gesagt? Really good. It was really good. Ja, klar, it's really good. Das kann ich euch auch grundsätzlich auch als ja, als Tipp geben. Ja, bevor ihr eine Frau küsst, also klar. Standard ist ja, dass man die Kinoklassen aufbaut, ja, also im Prinzip anfängt an der Hand anzufassen, dann am Oberarm, dann an die Hüfte und so weiter. Und wenn man eine Frau küssen will im Club und es nicht so plump und kalt machen möchte wie so ein Caveman-Höhlenmensch-Alpha aus der Serie, indem man einfach sagt, kiss me, I kiss you oder einfach den Kuss ansetzt, dann ist es viel effizienter, halt erstmal an den Hals zu gehen, ja, erstmal die Haare nach hinten zu machen, also nicht unbedingt hier, weil Gesicht ist schon wieder ein bisschen heftig, aber wenn man am Hals einfach die Haare nach hinten legt bei dem Mädel und dann einfach an den Hals geht, also hier hat man halt so ganz, ganz sensible Stellen, ja, weil, also es ist sehr, sehr empfindsam und da gehen Frauen auch richtig drauf ab, wenn man da mal anfängt damit dann und sich dann langsam nach oben tastet. Habt ihr gesehen, wie die Freundin geguckt hat? Ah. Das ist auch nicht so üblich. Also das zeigt halt auch, sie hier ist die Alpha-Frau. Sie sagt, hey, es ist sozial okay, was ich tue. Ich will ihn, ja, und du hast gefälligst die Klappe zu halten. Du hast es gut zu finden, ja. So, also die Gruppendynamik bei Frauen. Wenn jetzt sie quasi diejenige ist, die gerade abgeschleppt wird und sie findet das nicht gut, ja, dann kann das auch eine eklige Spannung zwischen denen erzeugen, sodass sie dann quasi auch sagt, nee, ich muss dich jetzt hier dir einen Korb geben, Kollege, weil meine Alpha-Freundin das nicht geil findet und dadurch meinen Ruf Schaden nehmen könnte. Kann natürlich auch sein, dass sie morgen mit ihrer anderen Freundin telefoniert und sagt, boah, weißt du, die hat da wieder mit einem rumgeknutscht und sowas. Das sind die Waffen der Frau, natürlich. Aber man muss halt damit umgehen können. Ja, und es ist immer gut, die Alpha-Frau in den Griff zu kriegen. Und dann ist man eigentlich safe. Ja. Oh my goodness. Na, jetzt macht sie weiter, ja. You are like magnificent, like beautiful. And I'm gonna have to get your number. And then we're gonna have to go out. I can have your number. Ja, also und dann auch wieder die Kokettiererei, ja, hier. Oh ja, du kannst, oder was hat sie genau gesagt? I think I can have your number. It's, well done. Ja. Well done. Ich denke, du kannst sie haben, ja. AL was impressive and he was the man in the clutch. Und da, sie ist so online. Also das ist auch eine ganz, ganz klare Geschichte. Für mich ein absolut hundertfach besseres Game als der Höhlenmensch an der Stelle. Warum er da jetzt wieder die Hand hin macht, verstehe ich nicht, aber
An impressive gymnast. Geile, yeah. Geil zuzugucken. Macht richtig Spaß. Stuck the finish. You know what I mean? It was great. I think he's gonna show these girls the pommel horse a little bit later. If there's anything that upsets me about this is the fact that she's no longer on the market. No matter what happened, he always stayed calm and stayed focused on his goal. Yeah. I loved it. Yeah. Da hat er absolut auch die richtige Kritik gebracht. Er hat wirklich diesen extremen Zielfokus und zieht es eiskalt durch. Einfach geil, macht richtig Spaß, ihm zuzugucken. Ich hoffe, man sieht ihn in den späteren Folgen auch nochmal das ein oder andere Mal. Einfach nice, richtig, richtig gut. Wenn die nicht jetzt direkt seine nächste Freundin wird, haben wir gute Chancen. Listen, let's not take anything away from Vidal. At one point he was getting piggybacked from one girl, making out with another girl and drinking free drinks all night. And if that's my lot in life, I think I can live like that too. You know what I mean? Had a great showing. But AL, I mean, I think Vidal was up against it tonight. This kid is cold-blooded. Yeah. And he showed it tonight. Guys, give him a last applause. AL is our winner tonight. Yeah. Ganz klarer Gewinner an der Stelle. AL, the Egyptian Prince. Jo, jetzt geht's weiter. Jetzt sieht man dann noch so ein bisschen bla bla blibli, wie er dann im Club, im VIP-Club dann unterwegs ist. Ich fand's heute auch wieder ziemlich nice. Also lasst mir auf jeden Fall Kommentare da, teilen, liken, abonnieren, kommentieren, wie es euch gefallen hat. Aber dieses Mal gebt mir auch gern Rückmeldungen darüber, ob es zu lang ist, ob ich da vielleicht 2 Folgen draus machen soll oder ob das soweit passt. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, auch mal persönlich mit mir zu quatschen, weil ihr sagt, ich möchte mal gern wissen zum Beispiel auch, ja, bin ich eher der Alpha-Höhlenmensch oder bin ich eher so der gewiefte Sunny-Boy, der eher mit Game überzeugen muss. Wir gucken uns jeden Einzelnen ganz genau an, ja, bei uns gibt es nicht nur einen Videokurs, auch im Coaching. Wir bieten kostenlose Beratung an, auch da kriegt ihr schon massiv Input und Tipps darüber, wer ihr seid, wie ihr es am besten angeht. Von dem her, bucht euch auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, eine kostenlose Beratung und dann können wir auf jeden Fall mal schauen, wie es bei euch aussieht. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, lasst's knacken, ja, und dann hören wir uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Marcel, macht's gut, adios. Power go out, climb the pole yourself and fix it. Be a man.